Oh no. Oh no, 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 no. Wie jetzt? Was soll das denn heißen? Ja, ist ein bisschen buff, ne? Ja. Leute, ich stehe jetzt vom Pokémon Center, wo seid ihr? Ich bin gerade beim Supermarkt. Ach Leute, ich bin Channel 2. Ich bin im Gebüsch. Hier ist ein Typ. Der heißt Cynthia is my wife. Ein Raifu. Kann der Typ sein, der bei mir im Twitch-Chat ist. Der vergöttert die auch. Hey, na? Ich meine, das ist ernst. Er meinte, die Eis-Arena-Leiterin ist auch hot. Dann hat er gesagt, Moment mal, wie alt ist sie überhaupt? Dann hat er gegoogelt und hat gesagt, ich nehme alles zurück. FBI, help me up. Und wie alt ist sie? 16 oder so? Wee-wo, ich höre die Sirene. Hast du immer auch gesagt, ich höre schon klopfen, Junge. Leg dich besser auf den Boden. Run. Komm durch die Decke, Alter, sei. Komm überall durch. Von oben. Und von der Tür. Keller. Ja, die graben sich nicht unten durch. Tunnel ist gegraben. Junge. Diese Treppen hier verwirren mich. Ja gut, jetzt können wir ja zum Pokémon Center gehen. Schön. Freut sich auf dich. Mhm. Ich wollte sagen, Officer Gordon, ich komme jetzt. Aber das ist jemand anderes. Wie heißt die nochmal? Schwester Joy. Ich wollte gerade sagen, Officer Joy. Officer Rocky. Genau, Officer Rocky. Wie ging das Lied nochmal? Schwester Joy, heile mich. Ja, Mann. Von der Leidenschaft, die mich so packt. Oh, Rocky. Wenn Liebe strafbar ist, dann sperr mich jetzt ein. Genau. Die Strafe ab. Genau. Oh mein Gott, ey. Oh, Rocky. Joy. Das habe ich irgendwie voll geliebt, als damit immer vor uns zu Ende war. Und dann das Lied immer kam. Das kam doch gar nicht so oft. Ein paar Mal. Echt? Das kam nur einmal. Nee, kam irgendwie, glaube ich, gefühlt 20 Mal irgendwie so. Und dann irgendwann mal kam das nicht mehr. Dann war ich traurig. Ist eigentlich schon die neue My Hero Academia-Folge raus? Die ist schon draußen, ja, aber ich habe die selbst noch nicht geschaut. Auf geht's. In den Untergang. Untergang. Shit, mir fällt auch ein, was wir noch hätten machen, also wie wir das noch hätten machen können mit dem Auslosen. Das wäre dann zwar ein bisschen eingeschränkter, aber ich glaube, das wäre auch cool. Einfach die Typen von der Top 4 nehmen und wir verteilen die unter. Wäre auch. Könnten wir vielleicht eventuell, wenn wir das hier durchhaben. Die Sache ist, Jan hat einen Typen von der Top 4. Ja, dann habe ich das Spiel ja zweimal durchgespielt. Wo bist du denn, Julian? Ich habe die immer noch nicht gesehen. Untersucht das Haus. Ich bin auf Channel 2. Warum bist du nicht Channel 1? Ich weiß es selbst nicht, ich bin eben Channel 1 gegangen und dann auf einmal weiß nicht mehr. Der eine sieht sehr verwirrt aus mit seinem Togepi, er läuft immer hinher. Mal wieder hat Agathe wieder gezaubert. Kann man sich nicht irgendwo hier ein Fahrrad gönnen oder so? Kannst klauen. Ach nö. Oh, wieder klauen, gar keinen Bock. Ich will keine. Hi. Alter, Zugriff war das. Eine Sekunde. Siegesgeheul. Greif dir von der anderen Seite an, Sven. Wie sie die Zange. Pita heißt die. Ja, und die nimmt den Kopf der Kiesmaß. Ich glaube, so eine Kombination. Ja, der dritte im Bund ist der Tor. Widerlich. Einfach nur der widerlich. Der Führer heißt Cyrus. Das ist krank. Wieder da. Ich musste gerade die Sirene mäßigen. Ich hab kein Fahrrad. Fick dich, Biker Axel. Warum hat er ein Pikachu? Und angeben möchte. Ich merke ja schon. Warum leckt mich die am Söckle? Welches Pikachu macht denn bitte Nahkampfattacken? Außer Tackle. Pass auf, gleich macht Pikachu Rasengan. Rasengan! Ich schwöre, ja. Wäre Chidori nicht logischer? Ja, das kann einfach beides. Chidori, draußen Bienen. Außen Pikachu!
Biker Robert. Robert. Ah, jetzt kämpft direkt schon mit ihren Abfuckfick-Ding da. Der Abfuckfick. Der Abfuckfick. Abfuckfick ist schön. Ja, und es ist ein Hit. Genau. Und spielst du Baseball? Ja. Homelin! Es ist ein Hit. Nice B. Nice B. Nice B. Ja, die sagen einfach Nice P, Junge. Nice P. Die denken so, hä? Labern die. Stimmt nicht mit denen. Ich war weg. Ich hab schon wieder ein Ei geschenkt bekommen. Was ist Bulldogs? Yeah. Wie viele Eier kriegt man hier geschenkt? Also das erste Ei kriegt man normalerweise nicht geschenkt. So. Was mit Bulldogs? Jo, dann lest dir die Attacke einfach mal durch. Und dann entscheide, ob die gut ist. Oder nicht. Ich hab ein Fahrrad. Stirb! Gern lässt das Ei ausschlüpfen. Der trainiert das schnell auf Level 100, bevor ihr ins da fertig. 1680 Dollar bekommen. Nice one. Sprich mich der alte Mann an, Alter. Verziehen Sie sich. Die Gnom. Ist er schlimmer als Julian? Viel, viel schlimmer. Alter. Ist aber ein ekliger, Alter. Ja. Den Typen muss ich meine Lektion erteilen. Krieg ich jetzt auch ein Fahrrad geschenkt? Boah. Hast du die besiegt? Die Alte habe ich jetzt besiegt. Sehr nice. Ja, dann musst du den Fahrrad laden. Fahrrad laden. Schick mir 300 Fahrräder. Was willst du mit 300 Fahrrädern? 299 verkaufe ich und den einen behalte ich. Was, wenn dein erstes Mal Platten hat? Dann kaufe ich einfach ein neue Räder. Das war's. Aber es gibt keine Räder mehr, weil die anderen 300 Fahrräder alle Räder beanspruchen. Nehme ich davor, bevor ich die verkaufe, die Räder ab und sage nur das Gestell da. Ach so. Was willst du dann mit 600 Rädern? Alle aufs Nara tun. Und die wirst du doch niemals alle brauchen. Das weißt du doch nicht. Ich bin einfach in jede Stadt drei Fahrräder und den Rest kannst du verkaufen. Ja, kann ich auch. Ich auch ein. Aber was will er denn mit denen in jeder Stadt? Was, wenn auf dem Weg ein Platt. Also, wenn er auf dem Weg einen Platten hat? Ja, die sind ja nicht weit auseinander. Genau. Okay, Jens, weiter geht's. Wo lang? Oh. So, und jetzt weiter weiß ich nicht. Ich denk mal, Camp gegen alle Leute hier. Camp gegen alle Leute. Sie haben mich herausgefordert. Ich fordere sie auch heraus. Wenn ich gewinne, kriege ich ihr Bike. Pika. Ach so, holt sich Jens die ganzen. Ja, damit. Weißt du, Yu-Gi-Oh! War das so, wenn ich gewinne, kriege ich deine beste Karte. Und Jens geht hin, gib mir dein Fahrrad. Ja. Ja, damit. Nein, ich will das haben. Das habe ich seit ich klein bin. Scheiß drauf. Ja, damit. Alter, Jens hat bitte so ein Monster geworden. Seit 1667. Ich verstehe. Selbstzerstörung, soll ich die lernen? Wenn du das benutzen willst. Gibt's noch was Stärkeres? Explosion. Das ist Self-Destruct. Also Explosion ist der stärkste Angriff im ganzen Spiel. Stärker als Finale? Ja. Ah, was mache ich denn weg? Oh, Mama, Cheater. Also wenn ich mal Elektro-Typ bekomme, dann safe ein Voltoball bei mir im Team. Sollte mein was, Pokémon wenn ich dir machen? Sage, dass Explosion von Voltoball super wenig Schaden macht? Ist mir egal. Hauptsache, ich hab die Attacke. Das respektiere ich. Wenn ich merke, okay, der Kampf ist für mich schon Geschichte, dann. Shiny Self-Broad-Wettbewerb hat begonnen. Shiny. What is this? This is a Watermelon. Ein Watermelon? Yes. Rock drauf. Ach man, Tatini kann kein Level mehr bekommen, weil ich schon Maximum Level 29 erreicht hab. Was? Ja. Das ist das Problem, wenn man nur ein Pokémon hat. Aber dafür behält er die Erfahrung, wenn ich dann das geschafft habe, kriegt er direkt den Level ab, glaube ich. So, aber direkt wieder Maximum. Ja, es geht immer so weiter. Dann kannst du das nächste fahren für dein Team. Ich glaube, jetzt, oder? Jetzt, theoretisch, ja. Wenn Jens den ganzen Fahrradweg dodgt, dann kann er sich das fangen und kann das an den hochleveln. Da freue ich mich schon. Also ich würde jetzt nicht die ganzen Trainer da machen, ne? Ja. Weil die EP für den Ratini ist für den Arsch. Ja. Er macht es trotzdem. Ja, ich muss auch den Kampf noch zu Ende machen. Ich hab dir eben auch gesagt. Damit nehmen wir beim Thema, du hörst nicht zu. Ja,
da zu spät, da war ich schon im Kampf drin. Nee, ich hab dir das vorhin schon gesagt. Bevor du da überhaupt warst, bevor du das Fahrrad hast, hast du dir das gesagt. Das glaube ich nicht. Ich kann mal heilen gehen. Du nimmst das auf, ne? Weißt du, Jens, ich sag dir gar nicht, wo du das kriegst, das Pokémon. Such selber. Ja, hier rechts irgendwo, hier war eine Höhle. Ja, viel Spaß, bis du das da findest, wo du suchen willst. Ich schon sagte, ich finde es. Jens ist der Meister der Raum und Zeit. Genau. Und ich kann auch jetzt aktuell was da spalten. Julians Gründe? Julian will gar nichts mehr mit uns zu tun haben? Julian macht seine eigene Story jetzt raus. Einfach laut hier. Abgehoben. Ich kann auch laut sein. Wait, die haben die... Die Schweine. Die Schweine. Die haben Kenny getötet. Im normalen Spiel liegt da Erdbeben. Die haben das ausgetauscht. Die Schweine. Also, lebt Kenny noch? Kenny ist immer tot. Nein, Kenny! Alter, ich bin fast down. What the fuck? Was hat er für eine Attacke gemacht? Die Schweine. Also jetzt Artus Dalis. Ja, sein Level 17er. Ich meine, es war komplett voll, mein Ratini, und er macht eine Attacke und ich war fast tot. Ich hab nur 2 AP. Ich hab ihn weggeklatscht. Ich weiß nicht, was für eine Attacke gemacht hat. Das war, wie heißt. Endeavor? Notsituation, genau, Endeavor. Das ist, wenn das. Wenn das 1 HP hat und greift dich an, dann hast du auch 1 HP automatisch. Ja, super, das hat ruckzuck, meiner stirbt. Jetzt gleich. Das ist auch die Taktik mit den Viechern. Jetzt gleich kommt es. Ja, ruckzuck, ich bin tot. Ich bin tot, merkt mir jetzt. Er hat die Entwicklung davon. Die Stampe war gut. Ich suche das Pokémon jetzt und trainiere ich das. Oh, lol, ich habe jetzt Togepi. Das ging auch schnell. Das mit Scharnierer fandst du letztens nicht schnell. Doch auch, aber das hat sich jetzt noch schneller angefühlt. Naja, es liegt nur so. Oh, meint sie auch schon raus. Ich hab's noch nicht mal gemerkt. Ich hab's jetzt gerade gemerkt, wo ich im Krankenhaus war. Pokémon Center war. Jens, einfach im Krankenhaus. Jens, alles gut mit bei dir? Geht's dir gut, Jens? Mir geht's gut. Ah, meine Pokémon. Ja, was aufgekommen.